Ja, Punktrechnung vor Strichrechnung. Au. Genau. Ich werde jetzt hier eine Wiederholung machen, und zwar in der 7. Klasse hatten wir das alles, Körperberechnung und Gleichungen lösen. Wir werden viel üben, ich werde das Video aufteilen, aber wer das wirklich noch ein bisschen besser lernen will, weil hier werden wir jetzt sehr schnell durchsausen, nur relativ selten Fragen haben, weil die Schüler können das alle. Und demzufolge, ihr, die ihr das nicht wisst, schaut in anderen Videos nach, die schon veröffentlicht sind. Gut, also denn, Körperberechnung und Gleichung lösen, es hängt ganz eng miteinander zusammen. Ich wiederhole nochmal das Grundprinzip von geometrischen Körpern. Also wenn ich zum Beispiel einen Quader habe, ich skizziere den jetzt mal relativ luschig und schnell, ein Quader hat eine Grund- und Deckfläche, und ich zeichne trotzdem oder male trotzdem hier Grundfläche unten und oben rein. Warum? Weil die beide gleich sind. Und sind beide parallel zueinander, also kann ich hier wirklich beide Flächen, wenn ich den Abstand messe, immer den gleichen Abstand messen, dann gilt das, dass man sagt, die Fläche, das Volumen, der Rauminhalt dieses Körpers wird so gerechnet, Grundfläche mal Körperhöhe. Das gilt auch, ich mache jetzt mal kurze Pause, damit ich das schnell skizzieren kann und das Video nicht so lange dauert, das gilt auch für andere Körper. So, jetzt habe ich diesen Rest mal schnell hingeschmiert. Wenn Grund- und Deckfläche parallel sind, das ist die einzige Bedingung, dass VSG mal K gilt. Wie die aussehen, die Grundfläche können dreieckig, fünfeckig, acht, zehn, vieleckig sein, unregelmäßig. Wenn sie aber beide deckungsgleich sind, kongruent sagt man auch dazu, dann ist es egal. Auch wenn dieser Körper zum Beispiel so verschoben ist. Man kann sich das als Bücherstapel oder Kartenstapel, Spielkartenstapel verschoben vorstellen. Die Körperhöhe, die wird allerdings immer senkrecht zu der Fläche stehen müssen, sonst geht das nicht. Achtung, vorsichtig, ich habe die Körperhöhe von der hinteren Ecke in diesem Fall jedes Mal angemalt. Ich könnte die Körperhöhe auch hier vorne anmalen, dann muss ich es aber auch vorne mit der vordersten Ecke tun und so weiter. Also wichtig, und das mit dem Stapel kann man sich gut vorstellen, es werden nicht mehr oder weniger Karten, wenn ich die verschiebe. Die kann ich auch total unregelmäßig hinlegen. Dieses Prinzip bleibt. Das andere Prinzip, darauf komme ich gleich, ich werde mal ganz schnell wieder Pause machen. Das andere Prinzip, was gilt, ist, wenn die Grundfläche zwar da ist, aber keine Deckfläche, sondern hier eine Spitze, wenn das alles spitz zuläuft. Das kann jetzt wieder aussehen, wie es will. Also das geht auch mit kreisförmigen Grundflächen. Selbst wenn sie schräg sind, ich mache das mal extra so ein bisschen schräg, auch dann gilt wieder Folgendes. Grundfläche mal Körperhöhe, aber Achtung, hier ist die Grundfläche drin, Achtung, immer schön senkrecht muss die Höhe gemessen werden, senkrecht zur entsprechenden Fläche. Aber die Formel ist jetzt hier etwas anders, denn man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt hier außenrum etwas fehlt, also hier und hier wäre normalerweise eventuell noch was zu sehen, das ist es aber nicht. Das Hellblaue fehlt, dann heißt die Formel zur Berechnung von solchen Spitzengegenständen V ist nur ein Drittel, weil so viel fehlt. Grundfläche mal Körperhöhe, das bleibt. Dazu machen wir dann gleich Übungen. Ich hoffe, dass das klar ist. Das war nochmal die Schnellwiederholung. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen? Jetzt könnte man, wir haben uns gerade geeinigt, das ist gar nicht so schwer, jetzt könnte man auch aus dieser Erkenntnis mit diesem ein Drittel Folgendes machen. Nehmen wir mal an, ich habe einen Körper, der sieht so aus, und ich habe auch eine richtig schicke Grundfläche. Bloß lustigerweise, und wenn ich das mal skizziere, ich stelle mal da, wie das sein könnte, wenn hier ein kegelförmiger Ausschnitt wäre, dann könnte ich auch rückwärts sagen, das, was jetzt übrig ist, es fehlt ja nur der kegelförmige Ausschnitt, muss dann ein zwei Drittel übrig sein. Ne? Zwei Drittel G mal K. Körperhöhe hier wieder dran. Und das, was jetzt noch da ist, muss dann zwei Drittel sein. Denn ein Drittel, nämlich der Kegel, fehlt ja. Gut, derlei Rückschlüsse, die können wir dann später ziehen. Das können wir dann machen. Hier unten ist wieder meine Grundfläche drin. Und spitz ist theoretisch ein ganz kleines Loch in der Grundfläche, ein ganz, ganz, ganz unendlich kleines Loch.
aber unterm Strich fehlt nur der Kegel. Ein Drittel GmK fehlt. So kann man auch rechnen. Beziehungsweise man sagt, ich rechne erstmal so, als wäre es ein Zylinder und ziehe dann das Volumen eines Kegels ab. So geht es auch. Bei dieser ganzen Geschichte, das ist eine Sache, das kann man auch mit Flächen oder sonst was machen, möchte ich jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, wer das will, guckt sich andere Videos an, ist immer ein Grundprinzip wichtig. Und zwar, egal wie so ein Körper aussieht, ich mache das mal jetzt anhand einer Fläche, nehmen wir mal an, eine Gartenfläche ist rechteckig und ein Gärtner soll dann einen kreisförmigen Ausschnitt machen, alles andere bleibt Rasen und gesucht ist die Fläche des Rasens, dann würde ich das an meiner Stelle, und ich kann es nur empfehlen, wie folgt schreiben. Erstmal die grundsätzliche Formel hinschreiben, und zwar A netto, das ist ein Index, was man so klein unten dran schreibt. Netto heißt das Reine, das was übrig ist, das Wahre. Brutto heißt dann das Unwahre, das Hässliche. Netto. Oder ich könnte auch A Rasen schreiben, damit mir das geläufiger ist, worum es überhaupt geht. Ist gleich. Die gleiche Formel kann ich hier oben hinschreiben. Und zwar die Grundsatzformel. A, Rechteck. Rechteck. Ich mache es mal ausführlich. Das schadet nicht, das so hinzuschreiben. Das ist im Gegenteil. Minus A, Kreis. Die Profis würden es so schreiben. A, Rechteck. Und machen hier ein Rechteck dran. Das geht nämlich schneller, als Rechteck zu schreiben. Minus A, Kr. Oder A, Kuller. Und dann wird wirklich die Nettofläche so ausgerechnet, dass ich erstmal das eine errechne, das andere und dann voneinander abziehe. Das hier, das ist das große Prinzip, das kann ich auch auf Volumina anwenden, auf zusammengesetzte Flächen und, so, und zusammengesetzte Körper. So muss man grundsätzlich rangehen. Das heißt also, eine von den beiden Formeln erstmal hinschreiben, sich das Problem klar machen, worum geht's, sich dann im Tafelwerk die Formeln für Rechteck, die weiß man auswendig, oder Kreis schnappen, voneinander abziehen und man ist immer auf der sicheren Seite. Ich halte jetzt das Video hier mal kurz an, zeige noch schnell ein Beispiel und dann legen wir los. So, ein Beispiel. Wir hätten einen Kirchturm und möchten das Volumen errechnen. Da müssen wir uns erstmal klar werden, was hier ist. Dieser Kirchturm sieht aus wie so ein, naja, in die Höhe geschossenes Haus. Viel zu hohes Haus, oben mit dem Dach drauf. Dann, die Maße haben wir alle soweit. Da müssen wir uns klar werden, was ist denn das? Ja, da haben wir den ersten Fall. Und zwar das hier. Das wird ein Quader werden. Ne? Das heißt also, gesucht ist das Volumen, und zwar netto, nämlich alles. Und die Lösung ist einfach, V netto ist gleich. Und jetzt fangen wir an mit dem Quader. V Q reicht. Plus, und was ist das hier oben für ein Ding? Wenn ich das jetzt mal nämlich hinstelle, dieses Dach hier, ich kippe das mal runter, dann ist das nichts weiter als, wie nennt sich dieser Körper? Wie nennt er sich? Ja, das Ding heißt dann Prisma. Also wenn ich den Kirchturm hier runter, wenn ich dieses Dach des Kirchturms hier runter kippe, dann habe ich eine dreieckige Grundfläche und Deckfläche. Na nun. So, eine dreieckige Grund- und Deckfläche und boah, da gilt wieder in diesem Fall. Aber das können wir dann machen, das sei die Grundfläche. In diesem Fall ist das die entsprechende Körperhöhe, aber die ist jetzt hier, das ist diese Linie, also 20 Meter. 20 Meter ist das hier. Das hier sind auch 20 Meter, ne? Das ist diese Linie hier. Das ist auch 20 Meter. Ja, und dann müssen wir bloß noch das haben, und zwar, dann kommen wir zum Dreieck. Das waren nur 10 Meter. Aber da kommen wir dann gleich drauf. So, das heißt also, jetzt geht es um diese Grundformel, so wie hier eben schon beschrieben. Ich muss erstmal das Prinzip ermitteln. Und das Prinzip sieht so aus, dass ich sage, V netto, also alles ist V Quader, der steckt hier unten drin, plus, und jetzt V Prisma, V Pr. Und jetzt müssen wir den ganzen einzelnen Kram ausrechnen. In der Zeit mache ich Pause, das rechnen wir aus. Wir rechnen es gemeinsam, also ihr rechnet, ich rechne. Und dann melden wir uns wieder. Das wäre dann schon die erste Übungsaufgabe zu dieser Einführungsvorlesung, Wiederholungsvorlesung. Gut, also erste Lösung, den Quader hier ausrechnen, hier unten. Den lassen wir gleich so stehen. Körperhöhe ist 40 Meter und die Grundfläche 20 Meter mal 20 Meter.
Das ist jetzt so einfach, da haben wir es gleich hingeschrieben. Jetzt kommen wir gleich dazu, wie geht es weiter? V ist also 4 mal 4 ist 16 und dann hänge ich plus 1, 2, 3 Nullen ran. 1, 2, 3 Nullen. Quadratmeter mal Meter ist Kubikmeter. Quadratmeter ist ja Meter mal Meter. Und wenn ich Meter mal Meter mal Meter nehme, habe ich Meter hoch 3. Gut, erstes Zwischenergebnis. Kommen wir zum Blauen. Jetzt müssen wir, ich mache wieder Pause. Jetzt haben wir uns mit der Grundfläche dieses Gerätes beschäftigt. Und zwar, dieses Prisma hat eine dreieckige Grundfläche und da wissen wir, die Formel ist g mal h durch 2. Also Grundseite, deswegen klein, kleines g, mal h, das wären die 10 Meter und das alles durch 2. Ich habe das mal hier eingesetzt mit Pfeil. Nicht ist gleich, ist gleich. Eine Gleichung hat nur zwei Seiten, deswegen habe ich hier einen Pfeil gemacht. Das ergebe also 20 mal 10 durch 2 oder 20 durch 2 mal 10, ist egal, 100 Quadratmeter. So, und jetzt wissen wir ja, da gilt auch wieder Grundfläche mal Körperhöhe, also V Prisma ist demzufolge Grundfläche, 100 Quadratmeter, mal Körperhöhe ist in diesem Fall die hier. Ich mache es mal so hier, das ist die, na, hier, das ist die Körperhöhe in diesem Fall. Hier unten ist die Grundfläche, das ist die Körperhöhe, 20 Meter. So, und dann lässt sich das relativ leicht machen. Also 100 mal 20 Meter und V Prisma haben wir dann raus. 1 mal 2 ist 2, 1, 2, 3 Nullen dran hängen. Quadratmeter mal Meter ist Kubikmeter und wir hätten das Zwischenergebnis. Jetzt können wir in unsere V-Netto-Formel reingehen und naja, ich habe das jetzt relativ leicht alles gemacht. Das kann man sonst mit Taschenrechnern auch gut rechnen. V netto ist also, der Stift mal zu dick, ich werde den dann mal umstellen. 1600, das sind die, ich mache es wieder in der Farbe, 16.000 Kubikmeter. Immer schön die Einheiten mit dazu schreiben, damit man prüfen kann, beziehungsweise auch richtig rechnet. Und jetzt plus die 2000 Kubikmeter. Demzufolge ist V netto und dann haben wir es. Gleich 16 plus 2 ist 18 und die Nullen dran und die Kubikmeter dahinter. Das sind physikalische Größen. 18.000 und dann nichts dahinter, das wäre 18.000 Hühnereier, 18.000 Euro oder so weiter. Ne? Deswegen immer die Einheiten mit dazu. Noch was, wenn ich hier Kubikmeter raus habe und hier hätte ich Quadratmeter raus, dann dürfte ich die beiden nicht addieren. Dann würde ich schon mal merken, ich habe Mist gemacht. Ne? Das bis dahin. Ich schließe das Video jetzt ab. Wir werden jetzt beim Üben, werden wir noch weitere Sachen rechnen. Aber wie gesagt, in anderen Videos steht genug. Wer das nicht weiß, ich sage das auch mal noch für die Anfänger, einfach meinen Namen suchen, Björn Köhler. Und dann das Wort Mathe dahinter und das alles bei YouTube suchen und dann gibt es die verschiedenen Unterkanäle und so weiter, da steht alles da. Dieses Video mache ich jetzt dicht.